mit und von euren Fans zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los und machen das nächste Rennen. Es ist wieder ein Race of Rennen in Tokio. Und schaut her, es sind nur noch die drei Rennen bis zum Finale. Also das wird nur noch die Woche sein, also die nächste Woche sein, wo ich aufnehme. Und dann dürfte ich das sogar geschafft haben innerhalb der nächsten Woche. Mit drei Folgen, das dürfte ausreichen, eventuell. Werden wir mal sehen, ob es reicht. So, ich werde mal das Auto wieder nehmen. Weil das scheint echt overpowered zu sein, auf irgendeine Art und Weise. Deswegen nehme ich das einfach mal. Die schöne Kiste. Ja, okay, das passt alles. Und dann machen wir mal wieder Tokio unsicher. So, das schauen wir mal. Aber ich habe echt gemerkt, dass das Auto wirklich echt so ein bisschen overpowered ist, den anderen gegenüber. Ey! Wer hat da so eine scheiß Mauer hingebaut? Leck mich! Was meine? Ja. Alter, da ist einfach mal so eine Mauer im Weg. Ist das euer fucking Ernst? Wollt ihr mich verarschen oder was? Das kann ja nicht wahr sein. Da baut ihr einfach so eine scheiß Mauer im Weg. Das ist schon eine ganz schön miese Sache. Aber merkt das, wie overpowered das Auto eigentlich ist, wie schnell ich da eigentlich wieder vorkomme. Auf den ersten Platz. Und dass ich ja mit dem Auto gar nicht so großartig kämpfen muss, um Erster zu werden. Hier, schaut mal an hier, wie einfach ich vorbeikomme mit der Kiste. Außer die steigen auch auf Nitro. Dann natürlich nicht, dann was bist du. Oh. Ui. Eieiei, was fahre ich denn hier für eine Scheiße zusammen? Das geht aber gar nicht, was ich hier mache. Das ist ja schon mehr als peinlich. Aber egal. Hauptsache man hat an den Rennen Spaß und Freude. Oh, guck mal, da steht doch einer. Genau an derselben Stelle, wo ich mich festgefahren habe, hat sich auch noch ein anderer festgefahren. Aber da kam dann nicht los. Ich glaube, der ist schon eine Runde überrundet, würde ich meinen. Also, ich brauche keine Angst mehr haben. So komplett letzter werden kann ich definitiv schon mal nicht mehr. Weil da noch einer steht, der schon überrundet worden ist inzwischen. Weil dann müsste mich ja dann auch erst einmal zurück überrunden, um den Platz zu bekommen, also Platz 7. Und so einfach geht das nicht mit zurück überrunden. Das ist schwierig zu gestalten. Aber da bin ich auch schon mal sehr zufriedengestellt. Da weiß ich auf jeden Fall, ich kann schon mal nicht mehr Achter werden. Weil der das sich festgefahren hat. Fährt er da immer noch rum? Der steht immer noch da. Der hat sich total verniesnagelt an der Stelle. Alter Schwede, du. Das sage ich euch. Also ich kann nur noch Siebter werden, maximal. Und minimal. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass ich nicht mehr ganz letzter werden kann. Das ist echt zufriedenstellend, ne? Das freut mich gerade. Dass ich nicht mehr komplett letzter werden kann. Also ich hole mir auch einen total Schaden an meiner Kiste. Was ich natürlich nicht hoffe, aber mein Auto ist ja noch fast nicht beschädigt. Nur ganz leicht angekratzt. Daher brauche ich mir da null Sorgen zu machen. Und es ist nur noch eine Runde. In der Runde werde ich mir wohl keinen Totalschaden mehr holen. Außer ich bin leichtsinnig. Ihr seht, der Gegner hat auch Totalschaden. Aber es liegt, glaube ich, mehr daran, dass der immer wieder gegen die Mauer gefahren ist und sein Auto selbst damit zum Totalschaden gebracht hat.
das ist, glaube ich, mehr eigenes Verursachen als gegnerisches Verursachen. Aber man soll ja nie den Abend, nee, den Tag von Abend loben, weil es auch ganz schön mal schief gehen kann. Daher sehe ich mich natürlich noch nicht auf der sicheren Seite. Weil ich weiß, wie ich auch manchmal fahre. Das seht ihr zum Beispiel. Dass ich manchmal ganz schön scheiße zusammenfahre. Und schon verliere ich die ganzen Positionen wieder. Okay, die haben es mir natürlich wieder leicht gemacht, die Gegner. Und, das war aber jetzt knapp. Habe ich es geschafft, erster zu werden? Nein. Aber guck mal, wie knapp das war. Das war ein Kopf-auf-Kopf-Rennen. Guck mal, die paar Tausendstel an. 0, oh. Oh. Das war ein Tausendstel. Ein perfekter Tausendstel, der mir gefehlt hat. Ist das euer Ernst? Wollt ihr mich verarschen? Das kann ja nicht wahr sein, dass das jetzt so knappes Rennen war. Oh Mann, das war wirklich Kopf an Kopf. Das hatte ich noch nie gehabt, so eng. Noch nie. In keinem Autorennspiel. Alter, was ist da schief gegangen? Eieieiei. Na gut, weiter geht's. Runde 2 von 3. Gleich mal auf Turbo Nitro drücken. Eieieiei. Da sollte ich mich aber nicht gleich selbst mit draus katapultieren. Das ist vielleicht eher nicht so gut. Damit helfe ich mir nicht wirklich nach vorne zu kommen. Was mache ich denn? Ich drücke hier die Bande die ganze Zeit. Ist nicht wirklich hilfreich, ne, wenn ich das mache. Nur mal stumm, 14. Platz. 14. Na klar, was auch 14 Plätze gibt. Platz 4. Damit gebe ich mich auf jeden Fall nicht zufrieden. Definitiv nicht. Das ist mir noch so schlecht. Als guter Rennfahrer gibt man sich mit solchen Plätzen gar nicht zufrieden. Da will man immer vorne sein. Und nicht auf solchen Plätzen wie Platz 4. So, du drehst dich auch mal weg. Dankeschön. So, da habe ich schon mal zwei Gegner weggeräumt. So aus der nächsten Konkurrenz, glaube ich, die vorne gefahren sind. Im vorderen Teil der Punkte. So, jetzt kommen wenigstens mal die hinteren nach vorne. Und wenn ich jetzt erster bleibe und die Platzierung so bleiben, kann ich einen schönen kleinen Vorsprung ausbauen. Und brauche im Rennen 3 von 3 nicht mal unbedingt mehr erster oder zweiter zu werden. Dann kann ich nämlich etwas beruhigter fahren, was das angeht. Und auf sicher. Aber das werde ich natürlich nicht tun. Ich werde dann natürlich auch voll auf Rampensau fahren. Ihr kennt mich. Sicher fahren, das gibt es bei mir nicht bei Rennspielen. Ich fahre immer wie der letzte Shangi hier. Oder so, als wäre ich auf der Flucht vor irgendjemanden. Aber umso mehr Spaß ist es ja auch für euch, ne? Und es soll ja auch unterhaltsam sein. Das Let's Play, daher mache ich das ja auch. Es soll euch ja Spaß machen beim Zusehen. Und ja. Daher mache ich das ja auch immer so, dass ich da trotzdem auf Rampensau fahre, obwohl ich auf Sicherheit fahren könnte. Und auch sicher meinen Platz ins Ziel bringen könnte, auch wenn es der letzte Platz wäre. Aber so einer bin ich halt nicht. Ich gebe mich nie mit sowas zufrieden. Wenn, dann gebe ich wirklich bis zum bitteren Ende mein Bestes. Auch wenn ich es nicht bräuchte. Aber ich tue es einfach. Und das tue ich jetzt auch einfach mal. So. Gut. Dann schauen wir mal. Eine Runde müsste ich noch. Und die Gegner hängen mir am Arsch.
und geben nicht auf und lassen nicht locker. Die hoffen natürlich jetzt auch auf Fehler von mir. Aber das will ich denen ja eigentlich nicht gönnen, dass ich das mache. Deswegen versuche ich echt sauber zu fahren, so sauber wie es geht. Und ihr seht, ich fahre ja auch relativ sauber. Also so oft habe ich auch gar keine Banden mehr jetzt mitgenommen. Das ist eigentlich relativ akzeptabel, was ich ja abliefere am Rennen. Das ist ja das Gute daran. Ich liefere ja eigentlich relativ gute Ergebnisse ab, ne, vom fahrerischen Können her. Um wirklich den ersten Platz heil und sicher ins Ziel zu bringen. Und ich arbeite auch sehr oft hier mit Handbremse, wie ihr merkt. Also ich ziehe oft die Handbremse in Kurven. Weil es nicht dem Spiel auch richtig geil geht, hier zu sliden oder zu driften. Das haben sie in dem Spiel echt super umgesetzt. Was mir echt gefällt. Und das war jetzt Rennen Nummer 2 von 3. Wieder mal erfolgreich auf dem ersten Platz abgeliefert. Jetzt kommt noch das letzte Rennen. Das mache ich jetzt noch in der Folge. Und das hält hier erreicht nämlich noch. Und nicht wundern, dass ich immer nebenbei was trinke. Ich habe zurzeit so ein bisschen Probleme mit der Stimme oder mit dem Hals. Daher brauche ich zurzeit auch während Let's Plays viel zu trinken. Das ist zurzeit echt wichtig. Sonst würde meine Stimme komplett abkacken. Das wäre ziemlich doof. So, gut. Eieiei. Aber jetzt wollen die Gegner es nochmal wissen, wie es aussieht. Jetzt machen sie nochmal auf Hardcore. Ja, ich habe gemerkt, was du wolltest, du kleiner Penner. Nick White. Du wolltest mich gerade drehen um der eigenen Achse. Das habe ich gemerkt. Ich kenne eure Tricks, Leute. Ich war mit euch schon lang genug rennen, dass ich weiß, wie ihr fahrt. Was ihr hier für eine Scheiße baut. Tut mir nicht so, als ich euch nicht kennen würde hier. Ich war mit euch schon jetzt über 10 Parts Let's Play hier. Ihr guten KI-Gegner. Daher kenne ich euch jetzt inzwischen in- und auswendig, was ihr hier für Methoden habt. Und ihr wisst, ihr kennt meine Methoden, wie ich fahre. Würde ich meinen. Die müssten hier meine Methoden ja auch schon sehr gut innehaben und studiert haben, was ich eigentlich für Fahrmethoden hier an Tage lege und mache. Das sind nämlich auch nicht gerade wirklich die besten Methoden. Könnte auch besser sein. Aber ich bin halt eine Rampensau. Da ist das normal, dass ich so. Au, Mist, das ist natürlich schief gelaufen. Ach, geh doch mal vom Gas, du Penner. Ey, du Haarsohn. Hör auf. Arschloch. Manu, 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 Manu. Alter Schwede. Auch wie der stur auf dem Gas geblieben ist, ne? Dass ich nicht vorbeikomme. So eine kleine Drecksau, ey. So eine kleine Drecksau. Kleiner Widerling. Aber das hat nichts gebracht. Ich arbeite mich wieder stetig nach vorne. Keine Chance hier. Schon bin ich schon wieder Vierter. So, kommt. Lasst mich freiwillig durch, dann passiert euch auch nichts. Mich sollte dabei lassen. Ich gehe auf Hardcore, wenn es sein muss. Gerade in solchen Rennen, wo man so fahren darf, wie man möchte. Und ohne Regeln. Da bin ich richtig Rappensau, also da gebe ich nicht klein bei. Da fahre ich auf richtige Hardcore-Weise. Da gehe ich über Leichen sozusagen. Da gehe ich über Leichen. So. Da ist mir sogar mein Auto egal. Da fahre ich sogar mein Auto zu Totalschaden. Auch wenn ich es übers Ziel schieben müsste, weil es nicht mehr fährt, weil ein Motorblatt ist. Aber egal, das ist eine andere Sache.
So, gut. Und schon sind wir wieder glücklicher Erster. Das erfreut mich schon mal. Und der gibt nicht klein Bein, ne? Der Rat hinter mir ist da nicht weit. Der ist richtig hardcore mit seinem kleinen Auto hier. Hat aber auch Power, die Kiste. Die zieht hier da von dannen. Alter Schwede, ne? Ja, das hat das bei mir probiert. Das hat er versucht, mich zu drehen. Indem er mir hinten den Zeck fährt. In die Seite. Aber das ist ihm wohl leider nicht gelungen. Der Versuch. Dafür bin ich so gut. Und auch Erster. Wunderbar. Damit wäre auch die Rennkategorie mit einem super ersten Platz im super Vorsprung beendet. Schön sauber. Und 30 Punkte. Besser geht's gar nicht. Jawohl, das andere war ja nur zweiter Platz. 28 Punkte. Also immerhin 11 Punkte Vorsprung. Also besser kann es gar nicht laufen. Und an der Stelle werde ich die Folge jetzt beenden. Hoffe, ihr hattet viel Spaß gehabt beim Zuschauen. Lasst mir wie immer gern ein Like und Abo da, wenn es gefallen hat. Und ja, empfehlt mich gerne auch weiter, wenn ihr wollt. Teilt meinen Kanal. Und schlagt mich vor. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Samstag oder Samstagabend, wann auch immer ihr jetzt gerade die Folge schaut. Sage ciao mit V und möge gemacht mit euch sein. Und das Rennfahrer- und Trampensaublut natürlich auch. Also dann, ciao, 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 euer Darth Steffen Zockt. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge Let's Play Dirt Showdown.